Herzlich willkommen von WOM Adventure. Diesmal geht's zum Edge of the World und dann nach Al-Hofuf, wo es ganz spezielle Steinformationen gibt. Und danach geht es in die größte Wüste Rubalkali. Wir durchqueren die über 300 Kilometer, aber es hat einen Highway und da gibt es super Aufnahmen auch. Und ja, schaut rein und dann ist dann bald mal im nächsten Video dann der Roman angesagt. Okay, dann viel Spaß. Das sind andere Distanzen wie bei uns, zum Teil auch 1500 Angang. Also die Leute wohnen, wie ihr seht, in so Wohnanhänger oder Zelten hier irgendwie. Da fragt man sich, was die hier alle machen. Oder ist das nur ein Ausflug fürs Wochenende? So, wir sind unterwegs zum Edge of the World, zeichnen eine Route auf, da sind Kamele. Wir haben einen Einheimischen, hat uns den richtigen Weg gezeigt, wo man richtig hinfahren kann. Geht das auch wieder nicht? Nicht allzu langer Zeit, 2 Wochen vielleicht. Ein wunderschönes Abendrot oder Sonnenuntergang. Wir fahren da über 20 Kilometer Piste zum Edge of the World. Da haben sie uns einfach einen Bump mitten in den Weg gemacht. Jetzt müssen wir außen rum. Man merkt, der René hat schon Erfahrung irgendwie mit solchen Strecken, wie man die anfährt. Wir sind hier beim Edge of the World und überall sind die Zugänge für Fahrzeuge gesperrt. Hinter uns seht ihr eine Sperrung. Die ganze Nordroute, die ist offenbar noch einigermaßen fahrbar, aber es gibt so Welle und manche fahren da drüber. Die mittlere Route ist unmöglich, die haben wir genommen und die Südroute sei offenbar, die führt im Tal entlang, auch gesperrt. Also solche Dinge muss man überwinden. Mit Geländewagen, kleinem geht das. Das sind mehrere, 4 Stück von denen von der Nordroute und das erwartet einem dann. Es ist schon schön, aber da unten gibt es auch eine Piste, ich weiß aber nicht, ob die befahrbar ist. So sieht das Edge of the World aus und man kann darüber auf die Spitze laufen, ganz einfach. Wie ihr seht an den Fotos. Wunderschöner Ausblick in die weite Talebene. Ich stehe jetzt hier oben auf dem Edge of the World und es ist einfach nur geil hier oben. Man hat wirklich das Gefühl, irgendwie da hinten ist die Welt zu Ende. Hallo Angie, kommt auch in diese Traumlandschaft. Hier gibt es schon traumhafte Aussichten in dieser Landschaft. Ganz oben auf dem Edge of the World stehe ich nun. Keine Höhenangst, es ist total schön hier. Und für diesen Ausblick lohnt natürlich auch die Fahrradstrecke, weil mit dem Camper hierher war nicht möglich. Aber wir sind mit dem Fahrrad ja auch mobil. Thank you.
Es ist eine gewaltige Landschaft hier. Nach über 2000 Kilometern mit iranischem Diesel das erste Mal tanken in Saudi-Arabien und auch hier ist es sehr günstig, ich glaube so 15, 16 Cent der Liter. Was will man da sagen? Unterwegs nach Al-Hofu und das ist die Weite des Orients. Boah, ist das schön! So, wir stehen jetzt in Al-Hofu. An einem Drecksplatz, egal. Und ich habe da gleich noch den Dieselfilter ersetzt, weil ja, man weiß nie. Und hier drin habe ich da hinten, das da ist ein Vorfilter mit Handpumpe, habe ich auch gleich ausgewaschen. Ja, dann wollte ich den Luftfilter ausblasen eigentlich, aber der ist so schmutzig, den habe ich auch gleich ersetzt. Und da wird halt wieder einen gekauft, dann im Oman. So, nach getaner Arbeit wird das auch schön ins Serviceheft reingeschrieben. Da schreibe ich immer alles rein, was ich mache und wann mit Kilometeranzahl. Dieser Basargang ist nur für schlanke Leute, gell Martin? Du passt da durch. Ja. In diesem Zug hier in Al-Hofu ist was ganz besonders, weil hier gibt es eigentlich nur Sachen für Männer, was wir sonst gar nicht kennen, weil meistens sind die Basare voll mit Frauenartikeln und hier nur für Herren. Hallo! Der Zug in Al-Hofu wurde renoviert. Hat wunderschöne Decken mit Geflecht und sieht richtig schön orientalisch aus. Guck mal! Lichterspiele hier am Zug. Eigentlich wollten wir gerade Batterien kaufen, aber hier gibt es auch schon zu essen. Schmeckt's? Gut. Ja. Hier drin können wir jetzt wieder gehen. Ja, auf der Suche nach einem schönen Platz hier im Sand haben wir mal gedacht, probieren wir es mal mit normalem Reifendruck und tja, funktioniert halt nicht. Der Martin, der ist da, der zieht uns jetzt da hoffentlich raus. Jo, gut. Nochmal. Nochmal weiter. Der Sand ist hier wie Butter und der Reifendruck war halt nun mal nicht unten, weil wir durch die Stadt gefahren sind. Das.
Edge ist gut. So, ich bin nicht der einzige Idiot, der sich festgefahren hat. Es gibt noch mehr Idioten hier. Er macht mit Reifendruck. Voilà. Das ist die Kulisse hier. Die Araber Kids spielen vor dieser Kulisse und wie jeden Abend bis tief in die Nacht, manchmal 1 Uhr, 2 Uhr Fußball. Besichtigen jetzt das riesige Labyrinth der Alcara Mountains und nachfolgend ein paar Fotos. Hier in dieser ganz speziellen Kulisse hier bei den Alcara Mountains. Da ist Weihnachten. Man glaubt kaum. Spieglein an der Wand. Schon speziell hier. So, jetzt sind wir ganz alleine hier. Ist das nicht zauberhaft, hä? Das ist die Höhle. Ein ganz langer Spalt mitten im Felsen. Wahnsinn. Und da oben hängt ein Stein in der Spalte. Hoffen wir mal, er bleibt da oben. Also hier durchlaufen ist wie eine unglaublich faszinierende Welt. Durch die Wüste. Wow.
Wow, wie das aussieht! Hey, Wahnsinn! Rechts war wohl mal die Piste. Das ist ja eine neue Straße. Da, oh, da hat es Straßenschäden fast verpasst. Also wir fahren wieder. Ja, eine Art Sanddüne ist es nicht wirklich, aber schaut euch das an. Hey. Achtung, dein Einsatz! I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. So, wir haben eine neue Fahrerin, die kann das viel besser wie ich, aber jetzt fährt sie und zeigt euch, wie das geht. Frau am Steuer, das ist mir geheuer. So, wir sind unterwegs und ich kann mal von hinten filmen. Stundenlange Fahrt durch die Wüste, mitten im Sandmeer eine Straße. So, jetzt wird's interessant, oh. Richtiges Dünenmeer und eine Straße durch hier. Das ist der Wahnsinn. So, da steht eine Fahrradfahrer. Tatsächlich. So, da vorne links, Abzweigung übers Dünenmeer, links in die Emirate rein. Wir fahren geradeaus. Ja, das ist die Rub Al-Khali-Wüste, die größte Wüste weltweit, hat man mir gesagt. Ich hoffe, ich erzähle keinen Scheiß. Aber guckt euch das an, ey. Und es wird jetzt dann richtig rot, soviel ich weiß. So, die Dinge werden immer größer und schöner. Ja, Schatzi, kannst du mir nochmal sagen, wie lange? 30 Stunden. Oh! Dass du gross und stark wirst. Komm an, wo hast du denn die her? Ja, dem René fehlen doch ständig die Ladekabel. Die sind noch ständig kaputt. Schau, ob es ein USB-C drin hat. Ich weiß nicht. Das müssen ja 10 Meter sein bei der großen Schachtel. Ja, weil die dauernd kaputt sind bei dir. Ich dachte mir, vielleicht hält das jetzt mal. Was ist jetzt das? Das ist von zu Hause. Das ist von zu Hause? Ja. Aber nicht für mich, oder? Für dich? Nein, für dich. Du brauchst doch die, deine sind doch ständig kaputt. Ja, siehst mal, wie es gut ist dir geht. Ja. Sag mal, was hast du alles noch im Camper? Ja. Was für eine Frau. Ja? Was für eine Frau, René. Ich trinke jeden Morgen Ofenmaltine. Ah ja? Der hat nämlich Ofenmaltine. Okay. Seit über 50 Jahren. Wirklich? Mhm. Ich kann es nicht besser, aber länger, oder? Genau. Nicht besser, aber länger. Wichtiger Spruch, ja. Stimmt, ja. Trifft ihn zu, oder? Ja, klar. Die erste und der zweite Teil. Oh, da geht es ja noch weiter. Ja, guck mal. Das ist ein Geschenkli am Meter. Das hast du heute noch eingepackt. Das habe ich dann noch gefunden. Ja, dachte ich mir. Kühlschrank. Der braucht. Nee, das habe ich selber gekauft. Das ist nicht von dir. Und das kannst du für die Wüste vielleicht brauchen. Schöne. Was ist nur? Jetzt muss man wissen, wie man so ein Ding macht, gell? So ja, dann müsst ihr noch da. Ja, das musst du noch mal üben jetzt. Jetzt musst du mir da mal so ein Scheich zeigen. Das musst du dir dann zeigen, dass wie das geht. Das Kappi musst du zuerst. So, jetzt geht's hoch ins Dünenmeer. Thank you.
So, ich bin jetzt auf einem Hügel im Dünenmeer. Die zwei warten schon, die haben Firma hier. Ich nicht und es ist der Wahnsinn, wie viel Sand das es hier hat. Nur mal zum Anschauen. Leider schlechte Tonqualität, aber dafür die Bilder fantastisch. Ey. Das ist der Wahnsinn. Hier haben wir heute Weihnacht gefeiert, hier an diesem Übernachtungsplatz mitten in der Wüste. Da oben staubt's am Himmel. Da ist der René. Der rennt gerade die Düne runter. Krass, diese Größe. Und die Wölfe auch. Wow. Das macht Freude. Schau sie an. Hast noch Luft? Wow. Da bleibst du fit. Das war geil. Ja, glaube ich dir. Ganz schön. Frühsport. Ganz schön. Wildsau. Ich würde eher sagen Dünengazelle, oder? Bin ich kaputt. Wow, da oben, hey, es hört nicht auf. Sand. Sand und nochmal Sand. Sand, so weit das Auge reicht, es hört nicht auf. Ey.
Das waren die ersten Motorräder, die wir getroffen haben. So, das war es wieder von mir. Im nächsten Video geht es dann in den Oman rein und dann gleich rechts in die Wüste über 500 Kilometer hinein auf der romanischen Seite. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei und danke für den Daumen hoch oder Abonnement. Und wer mich noch verfolgen will, kann das auch auf Instagram. Da gibt es manchmal aktuellere Fotos ab und zu. Ja, danke, wart ihr dabei und bis bald.